Welcome back to our little interviews with Eva, Shamim and Sylvia. Now we're in chapter 5, Kapitel 5. And our topic in chapter 5 is Ferien und Freizeit und Ferienzeit. But in this interview we're going to focus on the Ferienzeit part. So we're going to talk about vacations. Und ich fange an. Ich mache gern Ferien in Italien und auch in San Francisco. In Italien, weil meine Familie dort ist, also meine Eltern und meine drei Geschwister und meine Nichten. Und wenn wir nach Italien fliegen, fliegen wir meistens nach Senigallia, also wir fliegen nach Bologna und dann fahren wir nach Senigallia. Das ist am Strand, ja. Das ist an der Adria, die adriatische Küste, und das ist am Strand in Italien. Ich gehe gern am Strand. Und es gibt aber auch eine schöne Stadt dort. Die Stadtmitte ist schön. Es gibt viel zu sehen. Und die Landschaft, das Land ist auch schön. Man kann also vieles sehen dort. Und ja, meine ganze Familie ist natürlich dort. Und meine Kinder gehen gern mit natürlich, und sie können dann auch Italienisch üben. Sie lernen dann Italienisch, wenn sie dort sind. Und sie spielen mit ihren Cousinen. Ja? Ich fliege auch gern nach San Francisco, weil meine beste Freundin dort wohnt. Meine beste Freundin wohnt jetzt seit 3 Jahren in San Francisco. Und die Stadt ist sehr schön. Es gibt dort auch viel zu sehen natürlich. Und man ist auch am Ozean. Ich mag das Meer und den Ozean. Ich mag das Wasser. Ja. Und ja, es macht immer Spaß dort. Und meine Freundin lebt dort und wir sind gern zusammen. Sylvia, wo machst du gern Ferien? Ich mache gerne Ferien in Berlin, weil Berlin ist meine Heimatstadt. Und ich kann dann meine Mutti und meinen Vati besuchen. Mhm. Und ich fliege von Dallas nach Frankfurt, und in Frankfurt muss ich umsteigen, mhm, und dann fliege ich von Frankfurt nach Berlin. Das dauert 1 Stunde. Mhm. Und dann bleibe ich für 1-2 Wochen in Berlin und wohne bei meinen Eltern. Mhm. Und da kann man viel in Berlin sehen, Museen zum Beispiel. Oder, viele Museen, ja. Ja, viele Museen und das Brandenburger Tor. Mhm. Haben wir auch dort auf, ja, dem Poster. Genau. Und natürlich am Kurfürstendamm einkaufen gehen, mhm, und ein Eiscreme essen. Oder ich gehe auch gerne meine Freunde besuchen. Und ja, meine Freunde kommen dann auch zu meinen Eltern und wir machen Kaffeeklatsch und können uns schön unterhalten. Ja. Und Berlin ist auch sehr schön, weil wir haben viele große Seen, mhm, und man kann auf den Seen eine Dampferfahrt machen. Und das sind eine Schifffahrt. Das sind große Schiffe, wo man essen und trinken und tanzen kann. Mhm. Und man kann dann durch Berlin fahren und durch die Kanäle, mhm, wie in Venedig. Mhm. Und das ist natürlich auch sehr schön. Ne? Wie heißt der größte See in Berlin? Der größte See in Berlin ist der Wannsee. Und wir haben sogar ein Schwimmbad dort, ein Freibad mit einem schönen Strand. Mhm. Und im Sommer ist der Wannsee sehr beliebt und das Strandbad ist immer voll. Aha, ja. Gut, danke. Eva, wo machst du gern Ferien? Ich fliege gerne nach Deutschland oder nach Polen, nach Danzig. Dort ist ein schöner Strand, wo auch meine Familie wohnt. Die wohnt direkt am Strand. Der See heißt Baltic Sea. Mhm. Ich weiß nicht, wie es auf die See. Ja. Ah, Baltic Sea, das ist die Ostsee. Das, ja, die Ostsee. Das Baltische Meer. Ja. Ja, aber es ist sehr schön dort. Mhm. Viele Restaurants, wo man Eis essen gehen kann, trinken, auch alkoholische Getränke. Auch. Sehr
Beispiel? Wodka. Wodka, Polen, ja. Wodka und Bier, sehr viel Bier. Mit aber nicht zusammen. Nein, nicht zusammen. Oder ich gehe auch gerne nach Deutschland, dort wohnen meine Eltern und meine ganzen Freunde. Ich fliege dann immer nach Frankfurt und fahre mit dem Zug nach Ludwigshafen. Dort fährt man dann mit dem Zug von Frankfurt nach Ludwigshafen? Die Fahrt dauert ungefähr eine Stunde. Eine Stunde. Das ist nicht so weit. Nein. Anschließend, meistens ist eine große Überraschungsparty, die meine Eltern und meine Freunde für mich vorbereitet haben. Und ich fahre auch sehr oft nach Frankfurt, denn dort wohnen meine meisten Freunde. Ich habe dort ein Jahr lang gelebt. Und ansonsten fliege ich gerne nach Vegas. Dort wohnt auch eine gute Freundin von mir. Ja. Und Vegas hat sehr viele Sehenswürdigkeiten. Es ist immer viel zu machen dort. Man kann ins Schwimmbad, ins Wachsmuseum gehen. Essen. Trinken. Spielen. Poker spielen. Karten spielen. Genau. Und Blackjack spielen. Und Hubschrauber fliegen. Ja. Hubschrauber. Ja. Und zum Grand Canyon mit dem Hubschrauber. Ja. Das ist nicht weit. Ja. Danke. Ja. Und Shamim, wo machst du gern Urlaub? Ich gehe auch sehr gerne nach Deutschland zu meiner Familie. Freiburg. Zuerst fliege ich von hier nach Frankfurt. Dann nehme ich den Flugzeug und fliege von Frankfurt nach Basel. Basel liegt in der Schweiz. Und es ist an der Grenze von Freiburg. Und von Basel nach Freiburg. Wie lange ist das dann von Basel nach Freiburg? Nur 45 Minuten. Mhm. Ja, 45 Minuten mit dem Zug oder mit dem Auto. Da wir im Schwarzwald sind, gehe ich gerne in den Schwarzwald, in den Tegesee. Also, und der Schwarzwald ist ein Wald natürlich. Genau. Ja. Da kann man am besten spazieren gehen im Schwarzwald oder am See mit dem Schiff fahren. Ja, und wandern. Und da gibt es auch sehr schöne Restaurants, Geschäfte zum Einkaufen, Parks zum Grillen oder für Picknick. Das ist sehr schön. Ja. Und ansonsten bin ich gerne bei meinen Freunden. Treffe mich mit denen in Cafés und reden nur gerne, trinken Kaffee oder Tee, gehen sehr gerne dort einkaufen in Altstadt. Freiburg ist eine Altstadt und es gibt sehr schöne Orte, wo man sehen kann, Sehenswürdigkeiten, Museen, Theater. Und hast du auch eine Lieblingsstadt hier in Amerika, wo du Urlaub machst? In Amerika, ja, da gehe ich auch gerne. Oft gehe ich nach Houston zu meiner Tante, dort besuchen. Gehst du auch nach Galveston zum Strand oder nur Houston? Ja, wenn wir dort sind, gehen wir auch zum Galveston, zum Strand, schwimmen und zum Grillen. Ja, macht schon Spaß. Gut. Danke.